Ja, hallo. Wir haben wieder einen VW T4 da mit folgendem Problem. Also im Prinzip hat er Startprobleme. Im kalten Zustand startet er eigentlich problemlos. Sobald er warm ist und auf Betriebstemperatur, wenn man dann den Motor ausschaltet, hat man folgendes Problem, dass er sporadisch wieder anspringt. Oder halt auch eben nicht, und man 4, 5 Startversuche braucht, bis er wieder anspringt. Oder aber auch stundenlang warten kann, ja, bevor der Motor wieder einen Ton von sich gibt. Dabei dreht der Anlasser durch, ne, sehr gut. Vorglühanlage wurde auch überprüft und Vorglühen ist auch alles in Ordnung. Daran liegt es also nicht. Und wie gesagt, im kalten Zustand problemlos. Wir haben jetzt hier mal den Anlasserschalter rausgebaut und ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Video jetzt gut erkennen könnt. Jedenfalls Kontakte und so sind schon sehr stark verdreckt und ja, auch abgenutzt und verschlissen das Ganze. Wir haben uns jetzt hier einen neuen Anlasserschalter besorgt und werden diesen einbauen. Und dann schauen wir mal nach einer kleinen Probefahrt, wenn der Motor warm ist, ob er dann problemlos wieder anspringt. Ja, also als nächstes zeigen wir euch erstmal, wo das ganze Ding sitzt und wie man es einbaut. So, wir sind jetzt am Ort des Geschehens. Um an den Anlasserschalter ranzukommen, muss erstmal hier oben die ganze Verkleidung abgenommen werden. Ne? Die ist unten. Hier unten mit 3 Schrauben gesichert. Ja, danach das ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob wir es sehen. Von hier oben vielleicht besser. Der Anlasserschalter sitzt hier hinten, ja, an diesem Bibus und wird an der Seite hier mit einer Schraube gehalten. Um ihn auszubauen, ist es empfehlenswert, sich einen Schraubenzieher zurechtzubiegen. Mit einer Ratsche und einem Aufsatz kommt man sehr schlecht ran. Deswegen mit so einem gebogenen Schraubenzieher geht es eigentlich sehr gut. Wir werden das Teil jetzt einmal einbauen und dann versuchen, den Motor anzulassen. So, wir haben es geschafft. Anlassschalter ist drin. Ich hoffe, man erkennt ihn hier sehr gut. Ja. Ding dort und dort oben rechts seht ihr die kleine Schraube, mit dem das Ganze gehalten wird. Ja, jetzt versuchen wir einfach mal zu starten. Motor hat fertig vorgeglüht und jetzt schauen wir mal. Und jetzt auch noch mal glühen. Es ist auch sehr kalt momentan draußen. Wir haben, glaube ich, minus 5 Grad. So, Motor läuft jetzt. Muss ein bisschen höher gehalten werden. Ansonsten Schock ist. Müsste vernünftig laufen.